So Leute, willkommen zu einem neuen Video und ihr fragt mich bestimmt immer, warum ich immer dieses so Leute bringe und so. Und ja, das ist relativ einfach. Ich benutze es zur Synchronisation, keine Ahnung wieso. Ich könnte auch mitten im Spiel irgendwann mal was anderes bringen. Aber für mich ist es einfach einfacher, wenn ich am Anfang zum Beispiel mal Knife kurz und dann so Leute sage und dann einfach so das synchronisieren kann. Und ja, muss ich ja nicht mehr Aufwand machen, als man braucht. Ja, wie ihr seht, heute Extinction am Start. Und die 100er Prezi. Auf jeden Fall, das letzte Video von Extinction war ja mehr oder weniger fast ganz Walkthrough, aber am Ende ist es irgendwie abgekackt und ich konnte es natürlich nicht so lassen, dass wir hier was ohne Ende haben. Deswegen habe ich mir gedacht, machst das Ganze doch einfach nochmal. Diesmal kommentierst du vielleicht auch noch ein bisschen. Und ja. Zack. Bohrer mitnehmen. Ich werde versuchen, einfach das Ganze mal möglichst schnell zu machen. Ich meine, klar, man kann hier recht viel Zeit verbringen, um es mal so zu sagen, aber gut, will ich jetzt nicht unbedingt machen. Ah, fuck. Das ist diese Herausforderung. Die kommt immer. Und mein Tipp ist einfach warten, bis irgendein Spaß das Nest angreift, den Bohrer. Einmal schießen, dann noch knifen. Klar, man kann auch einfach so auf jemanden, auf einen Alien draufziehen, aber ganz ehrlich, so ist es am einfachsten, risikoärmsten. Und das Nest ist eigentlich das Schlechteste vom Knife verteidigen, weil ich es hasse. Aber okay. Müssen wir es auch mal machen. Extinction-Modus fand ich ja nicht allzu schlecht in Ghosts, muss ich sagen. Ich meine, da gehen die Meinungen ja eh auseinander wieder. Aber manche fanden es scheiße, manche fanden es gut, manche fanden es mittel. Ich würde sagen, ich fand es mittel bis leicht überdurchschnittlich vielleicht. Leicht. Nichts zu krasses. Weil ich bin auch eher so der Zombie-Fan. Aber ganz ehrlich, ich kann mir auch mal eine Runde Extinction geben, wenn ich da gerade irgendwie Bock drauf habe. Ich meine, die Maps sind nicht schlecht, die Aliens auch nicht so. Die Waffen gehen auch in Ordnung. Das ganze System mit dem Bohrer, der jetzt angegriffen wird, wie mir auffällt, ist nicht das Schlechteste. Fick dich. Fick dich, habe ich gesagt. Und ja. Macht schon mal Spaß, vor allem wenn man ein paar Kumpels hat. Wenn diese Kumpels Lust haben, dann kann es auch eine gechillte Runde mal werden am Abend oder so. Ja. Ist aber nicht so gut wie der Zombie-Modus. Was vermutlich eh fast jeder sagt. Ich meine, es gibt bestimmt Fans vom Extinction-Modus und die können sich auch bestimmt auf den nächsten Teil freuen, denn es gibt ja bei Ghost 2, soweit ich weiß, oder zumindest nach aktuellem Kenntnisstand, wird es ein Ghost 2 geben. Dann wird auch ein bisschen mehr Extinction kommen wahrscheinlich. Ja. Die Story ist auf jeden Fall leichter verständlich mit Cutscenes und so als die im Zombie-Modus. Die ist ja eher so ein bisschen versteckt, um es mal so zu sagen, aber wem es gefällt. Ich fand es jetzt ganz nett eigentlich. Propantanks. Pow. Kaching. Noch einer. Da steht ja noch. Ja, da stehen ja eh massenweise rum. Treffen sollten wir aber schon. So. Könnte ich mir auch mal langsam mal eine Waffe gönnen. Ja, wir gönnen uns mal die AK. Ist immer eine solide Wahl. Denke, die werde ich auch bis zum Ende behalten. Ja, Jungs, regt euch nicht auf. Ich habe alles unter Kontrolle. Nervt nicht.
Ja, meine Fresse, der Bohrer hat 5000 HP. Abgesehen vom Ende ist es schwieriger, dass er kap nicht kaputt geht, als. Nein, dann ist es schwieriger, dass er kaputt geht, als das. Egal. Das habe ich mir jetzt gerade eben ein bisschen verhaspelt. Zack. So. Frame-Einbrüche, ich spüre sie schon. Können wir uns noch ein bisschen explosive Munition gönnen, wenn es eh vorbei ist jetzt hier. Na komm, Bohrer. So, letztes Nest. Gucken, was die Herausforderung sein wird. In der Luft aus. Leck mich. Ich hasse diese Herausforderung und ich schaffe sie nie. Das war jetzt nicht das Klügste. Ich weiß, es gibt die Tricks, aber. Vielleicht sollte ich auch warten, bis sie springen, aber okay. Scheiß drauf. Ja, man kann sich hier wirklich Mühe geben und wirklich jede Herausforderung machen, aber. Im Prinzip kann ich es auch locker ohne schaffen. Da chill ich jetzt einfach mal. Egal. Geben wir jetzt noch die Vektor. Machen dann mal das aus dem Nest schon mal weg. Ja, heftiger Widerstand würde ich nicht sagen. Es ist einfach nur ein riesiges fucking Nest, was mir im Weg steht. Aber danke, Herr Superharter General. Jawohl, das ist eine Goldwaffe. Jing. Muss der andere jetzt hin? Da. Ja, die Munition ist wirklich sehr praktisch. Ja, diese Neststellen sind vielleicht alleine ein bisschen nervig. Wenn man mehrere Leute ist, kann man auch sich einfach Rollen geben und zuordnen, von wegen wer was macht, wer was beschützt oder wer welche Sachen killt. Aber, naja.
Weil beim zweiten Nest sind die Skorpione einfach purer Abfuck. Und ja, das ist wirklich meiner Meinung nach das Schlimmste. Die schlimmste Stelle in diesem, auf dieser Map, in diesem Level. Der Rest ist echt angenehm sogar. Was ist der andere Skorpion? Können wir immer zu zweit anfangen. Das ist locker geschafft. So, dann gönnen wir uns mal Munition. Das Einsatzschildchen. Das Upgrade und weiter geht's. Gerade gucken, wie weit. Nein, nicht hinter mir herrennen. Dankeschön. Ja, die Aufnahme ist 11 Minuten, alles klar. Das passt. Fallen. Welche Fallen gibt's denn hier? Ich habe mich da nie so mit beschäftigt. Da war eine. Da war auch noch, genau. Die sollte es schon erledigen. Skorpione? Wo? Das Schlimme ist ja, Ghost hat eigentlich ein extrem geiles Sounddesign, aber wenn ich aufnehme, mache ich es meistens so, dass ich mehr oder weniger mein dickes, fettes Headset benutze, um aufzunehmen, einfach weil die Mikroqualität am besten ist, auch wenn das nicht zu hören war, als ich einen PC aufgenommen habe. Deswegen mache ich es jetzt mit externen Aufnahmeprogrammen. Dann hört sich, glaube ich, die Stimme deutlich besser an und vor allem das Mikro. Es ist nicht mal ein neues Mikro, es ist einfach nur nicht mehr schlampig aufgenommen, sondern besser aufgenommen. Hört man alles besser und so. Auf jeden Fall nice, finde ich das. Und ja, wie gesagt, das große Headset für die Stimme und ich will eigentlich auch ein bisschen Gamesort haben. Aber ich meine, es gibt auch ein paar Möglichkeiten, das so hinzukriegen, aber da bin ich einfach zu faul für. Dann nehme ich mir einfach ein paar In-Ear-Kopfhörer, stecke die mir unter mein Headset und das ist mein Sound dann. Das einzige Problem ist, die Kopfhörer, wenn ich sie so reinstecke, dass sie ins Headset reinpassen, muss ich sie praktisch über Kopf einstecken und somit auch seitenverkehrt, weil sonst ist die Passform ja nicht mehr richtig, weil ich habe diese Apple-Kopfhörer und mit denen, also ich habe auch noch andere, aber die finde ich einfach ganz nice, weil sie so leicht sind. Deswegen höre ich jetzt einfach seitenverkehrt. Ja, ist nicht so geil, aber solange es nur Extinction ist, passt es, glaube ich, auch doch ganz gut. Ja, wo sind die Scheiß-Skorpione? Meine, da. Das Aim. Zack. Ja, was gibt's hier noch zu sagen? Call of Duty Black Ops 3 Beta-Zeitraum ist ja bekannt. Wenn ich mich jetzt nicht irre, war 25. August für die Xbox zumindest sowas. Ja, da werden auf jeden Fall. Ah, ich glaube, es waren nur 3 Tage, also 23. bis 26. oder so. Auf jeden Fall. Ich werde da. Ich schätze mal einen Tag aufnehmen. Das wird der erste Tag sein. Einen Tag kommt eventuell ein Freund vorbei, der einfach so eine schlechte Leitung hat, dass er die Beta wahrscheinlich nicht richtig runterladen kann. Kann man ja verstehen. Und dann, ey, will er ein bisschen mit mir zocken. Und am letzten Tag würde ich das Game eigentlich nochmal ganz gerne für mich benutzen. Vielleicht nehme ich auch noch ein bisschen auf, aber diesmal unkommentiert. Kein Geld. Knapp war's. Ja. Da wird auf jeden Fall Gameplay kommen. Kommentiert auch. Ich denke mal, ein paar Live-Commentaries. Ich glaube, ich muss mal schauen, wie es da aussieht an dem Tag. Vielleicht mache ich das erste Spiel, wo ich in Black Ops 3 mache,
kommentiert also von wegen mein erstes Spiel. Ich es so mach. Mal schauen. Wenn es mir von der Zeit her passt, mache ich das so. Wenn nicht, dann nicht. Ist mir auch relativ scheißegal, muss ich da sagen. Weil ich meine, ihr könnt ja sicherlich verstehen, dass bei einer Beta, die 3 Tage geht, man einfach jede Sekunde auskosten will, weil, ja, es ist einfach so. Aber Gameplays werden kommen und ein paar kommentierte Live-Commentaries setze ich mir auch. Außer mein Laptop macht schlapp oder so, dass ich nichts aufnehmen kann. Ja, Leute, und jetzt hat es sich so angehört, als wären da gleich 2 Meteoriten gelandet. Was natürlich sein kann, aber jetzt glaube ich nicht so ist. Auf jeden Fall. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Irgendwie. Keine Ahnung, es ist ja immer so. Der Call of Duty Hype. Das beste Call of Duty aller Zeiten. Ja. Ich meine, die Jungs müssen ihr Spiel auch irgendwie vermarkten. Und da steigt man schon gerne mal auf den Hype-Train auf. Fuck, ich bin so behindert. Wie lange war es noch? Schaut bitte im Video, wie lange es noch war. Ich könnte wetten, es waren keine 10 Sekunden mehr und ich, Idiot, sehe einfach, dass es 6000 sind und denke mir so, ja, okay, kauf schnell was. Jawohl. So muss das hier laufen. Egal. Das Wichtigste habe ich eh schon. Zack, und noch ein Zahn. Ist klar, das ist es auch geschafft und ich könnte wetten, jetzt kommt die Herausforderung gleich. Bleibe bei 50% Präzision oder höher. Nö, Geschütze. Das zählt doch als Geschütz, oder? Ich denke mal schon. Warten wir es einfach kurz ab. Ja, zählt. Ohne Scheiß, wenn ich jetzt so stehe, ich denke, ich würde denken. Das Geschütz feuert links von mir, das ist wirklich nicht schön. Hab ich den gerade gesehen. Irgendwas wollte ich machen. Ah, das wollte ich machen. Nee, AZG brauche ich nicht unbedingt. Wobei. So. Wir werden schon gleich sehen, warum ich das mache. Weil eigentlich würde ja eine Vektor mit AZOG nicht so viel Sinn machen. Aber nach diesem Nest werdet ihr schon sehen, warum ich das gemacht habe. Ja, meine Fresse, kommt doch hierher. Geschütz feuerst du mal. Dankeschön. Au. Oh shit.
Ja, jetzt sind wir denn okay, können wir uns mal ein bisschen Munition gönnen. Ja, bei 4 Punkte sogar. Muss ich auch mal verteilen nach der Runde hier. So. Zack. Hoch hier. M27 geholt. Ganz geschmeidig. Weil die ist für mich einfach nützlicher, wenn ich schon schneller nachladen habe als ein Vektor. Und jetzt holen wir sie raus und gönnen uns ein Rotpunktvisier, das ich vorher praktisch abgelegt habe. Und deswegen habe ich es auch gemacht. Wir. Zack. So. Ganz ehrlich, Leute, was bringt echt dieses Trophy-System? Hält es irgendwas ab oder? Was ist so der Sinn der Sache? Ich hab's nie so ganz verstanden. Ich meine, die Richtung. So, wo sind die Skorpione? Ja, schön, dass du es mir sagst, aber wo? Da. So, das ist die schwierigste Stelle. Meiner Meinung nach zumindest. Der Rest ist Pipifax eigentlich. Aber die Dreckskorpione können eigentlich ziemlich stark abfacken. Hier. Da hinten war einer. Der kommt jetzt eigentlich hinter mir. Ja. Muss ein bisschen wissen, wo die Orte der Skorpione sind. Entweder vor einem oder hinter einem auf der Wand oder hier. Das ist immer so ein bisschen tricky, aber irgendwann hat man es mal im Gefühl. Dann verliert man das Gefühl danach auch nicht mehr. Ja, komm noch raus, du Wichser. Dankeschön. Was übersehen? Nö. So. Elektrozone ist abgeschaltet. Shit, shit, shit. So. Rauch? Welcher Rauch? Ja, also der Elektrozaun macht wirklich ganz gute Dienste. Zwei Geschütze, okay. Einen Moment länger, okay, ich glaube, das schaffe ich. Meine Fresse, mach hinne. So, die Elektrozone ist weg, da scheiße ich drauf.
Wir haben es eh praktisch geschafft, von daher. Was hat er? So. Wäre das Ganze auch geschafft. Zack, Muni. Zack, Muni. Zack, Muni. Zack, nachladen. Boah. Punkte machen wir noch. So. Klingt doch ganz gut. Hallo lieber. Ah, wie sind die Dinger? Rhino, genau. War das immer nicht nur einer? Egal. Ach, der Aussätzige leckt mich. Wo gehört denn der Wichser rum? Das war natürlich nicht. Ja, keine Ahnung, wo der sein soll. Wahrscheinlich war er genau auf der Seite. Au. Egal. Erstmal um den Bohrer kümmern. Zack. Na, kommt nicht gleich der Reno noch. Pack ich schon lieber mal die M27 aus. Rambo-Style. Und die Munition ist wieder nicht unendlich. Ich glaube, die Spezialfähigkeit ist ziemlich nice. Kann man schön die Renos wegbashen. So selten wie die kommen. Reicht es auch locker. Kanisterbomben. Gib Gummi. Zack. Bisschen mitnehmen das Geschütz. Da oben ist auch eins. Okay. Ah, okay. Diese Herausforderung hasse ich. Und da scheiße ich auch einfach drauf. Wenn ihr Kumpels habt und so die paar Geschütze da hinstellen könnt, dann ist das Ganze auch recht gechillt, aber alleine ist es die Hölle und ich habe aus den Elektrozonen angemacht. Okay. So, ja, ein bisschen ruhig geworden, was?
man sich wenigstens ein bisschen konzentrieren muss und kein Thema hat, wo man reden kann. Ja. Ich meine, vielleicht noch als Thema. Oh Gott. Okay. Spieler dieses Jahr. Ich meine, ich sag mal so. Es gibt ja, die meisten Spiele kommen ja im Herbst bis Winter raus. Warum das die Spiele entweder auch immer machen, dass sie die Spiele dann rausbringen müssen, wenn wir Ferienende haben und in die Schule wieder müssen, beziehungsweise zur Arbeit. Weil ich meine, nicht alle, aber viele nehmen sich auch vor allem auch in der Zeit Urlaub, weil sie teilweise Kinder haben oder so. Ja, das. Keine Ahnung, warum es war. Letztes Jahr war es Destiny. Ziemlich. Scheiße, das war dumm. Ziemlich genau. Ziemlich genau an dem Tag, wo Schule wieder begonnen hat. Ich bin aufgestiegen, jawohl. Wo war es? Ja, mach den Bohrer ruhig kaputt. Bohrer. Geschütz. Brauch's eh nicht. So, ich will nämlich ein neues. Und ich stelle es natürlich genau hin, bevor ich die Herausforderung sehe. Dankeschön. Dann geben wir mal Geld aus. Zack. Jedenfalls, die Frage wird wohl niemand beantworten können, aber ich muss sagen, diesen Herbst, diesen Winter, sieht ja gar nicht mehr so schlecht aus von den Spielen her. Ey, jetzt darf ich mal kaputt machen, Junge. Weil es gibt ein paar Spiele, die finde ich nice, da freue ich mich drauf. Da werdet ihr vermutlich auch Gameplay von sehen, weil ich die ein bisschen öfters dann bringen werde, weil ich auch richtig Bock drauf habe. Einen hätten wir da Halo 5. Ich werde es mir wahrscheinlich holen, vielleicht nicht am Erscheinungstag, wegen was anderem, aber ich finde einfach, ist extrem nice, weil man hat einfach so diesen Skill-Faktor drin. Ich meine, man merkt, wenn man beschossen wird, meistens zumindest, außer der über mit Frag-Granaten wirft ein und gibt ihm danach direkt den Headshot, ist es so, dass man sich recht gut wehren kann in diesem Spiel und wenn man von hinten angegriffen wird, kann man das Ganze nochmal ausklären. Das finde ich auf jeden Fall sehr schön. Andere Spiele bieten mir sowas zum Beispiel nicht. Call of Duty meistens. Muss man sozusagen. Aber ja. Das werde ich auf jeden Fall bringen. Oder mir holen wahrscheinlich. Dann gibt's Need for Speed. Viele sind geheim. Ist mir angeschaut. Die Kamera war ja extrem scheiße. Also konnte ich eben. Also die Kameraperspektive sah beim Driften richtig haft aus, aber die sagt offenbar, dass. Das nur für die Präsentation, dass es bestimmt auch eine ganz normale Kamera gibt. Ja, Need for Speed, muss sagen. Ich bin jetzt immer noch ein Rennspiel-Fan, aber ich habe in letzter Zeit ziemlich viel Forza Horizon 2 gezockt. Ist meiner Meinung nach auch ein richtig geiles Spiel, also. Wo? 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 Da. Egal. Gleich nicht mehr. Dankeschön, Spezialisten. Fähig. Aber mal gucken, vielleicht hole ich es mir, aber nicht erst sein, sondern eher später. Aus dem einfachen, weil ich bin nicht gehypt wie alle anderen. Kann sich noch ändern, aber ja. Und dann nochmal wieder auf die Shooter. Black Ops kommt ja auch raus. Path. Von daher könnt ihr euch. Wir wissen, was das. Nein. Freuen, das war jede Menge Multiplayer-mäßig, also mit Freunden, Zombie-Modus-mäßig wahrscheinlich auch, aber auch alleine. Oh, ich Bock auf das Moment. Aufgestiegen und so, habe ich glaube ich schon vorher wieder. So. Es gibt die Kritik und ich kann die Kritiker nicht meinen. Ich werde eigentlich gerne ein bisschen mehr so kritisch eingestellt. Nein. Ich freue mich. Der Zombie-Modus sieht echt aus und ich freue mich da drauf. Vor allem die Remake sieht ja. Geil. Und ja. Da habe ich mich einfach mal halten. Oh, gut. Wird sich hoffentlich. Hoffentlich wird sich. Ein Spiel wird einig. Und ganz ehrlich, gesagt haben. Klingt. Eine Kampagne. Ein bisschen mehr Freiheit hat. Wo man mit dem zocken kann.
Autsch. Finde ich ziemlich cool. Ich meine, ich bin Typ, der gerne solche Missionen zockt. Zu MW2 dieses Special aus. War hieß es? Ich glaube schon. Zocke ich auch gerne wieder. Von daher. Sicherlich nicht die Dünn. Gut, ich freue mich ein bisschen drauf. Da los. Of the Evil sieht ganz so geil aus, wie ich wegen Bossmonster. Aber dafür sieht das ReZero geil aus. Und ich denke mal, oder ich hoffe mal. Ich dachte, tot. Das ist nicht verkacken. Und dann werde oft suchen. Multiplayer natürlich. COD. Was erwarte ich? Man levelt hoch und am Ende muss man nur noch. Ist mir relativ vielleicht sogar zweiten. Wenn ich mich anstrenge, sogar ein bisschen bekommen. Ich habe Gold 33k. Ja. Das war auch okay, aber wie gesagt, scheißegal, weil ich kann eigentlich schon. Und ich hab verkackt. 6 Upgrade, fuck. Leck mich aus. Kopio. Das sind zwei. Ja. Und die Gameplay vermutlich nicht. Einfach mal auf ein Schneeniveau. Weil ich fand, als das schlechteste Call of Duty. Gar nicht mal so ein Ding, das war einfach. Nee, es war nicht mit der Honeybell. Und mit dem Headset konnte man was erreichen. Andere Waffen waren noch ein bisschen schnell gestorben. Naja. Für mich nicht. Ich finde Advanced Warfare schlimmer wegen. Passt eigentlich. Und viele Ebenen hat, dann ist das Schwachsinn. Funktioniert es, weil ungefähr um zu einen angreift. Naja, ich eigentlich ein recht geht. Ich denke mal, das für mir auch rauft. Sogar wird eher die Suppenzwang oder irgendwie, dass es lustig ist, wenn man mal ein bisschen Zombie muss, einer ein bisschen lustig und so. Egal. Das auf jeden Fall. Was gibt's? Man hat ja auch Gameplay gesehen. Oh. Ich kann den nicht. Das ist einfach so ein gewissen Einschnitt. Selbe Engine und ich weiß nicht, was ich da. Es ist ja sehr Kritik geraten, weil so viel, was im Hauptspiel vorhanden ist, ist nicht ein Reno. Und ja. Ich denke, ich werde mir mal Zeit lassen und ja, Reno. Irgendwie eine Art Boss daran erinnern kann. Und in Battlefront, der Bot-Modus. Galaxis-Eroberung sofort. Schön. Wenn sie. Ja, hoffe ich einfach mal. Battlefront auf jeden Fall. Könnte werden. Teil. Brauche ich so. Aber. Vielleicht sind sie auch jetzt mal, aber ganz ehrlich. Mal abgesehen von Werder oder. Es ist ja auch so, dass ich Spiele zockt genauso einfach aufnehmen, aber weil ich den Controller besser finde. Ja, sag's. Aus. Das mal. Ja, ich beeile mich schon Spaß. Ja, ich beeile. Ah. Ganz vergessen, das Sch rauszusetzen. Bei Carino da. Hier hätte. Oh. Fall. Nicht ein bisschen verkackt, in Ordnung auf, ist einfach mal. Hat sie Piss Triggerfinger, aber. Das. Sie hinstellen. Gefreut, dass ich ab ganzen Stunde ein bisschen gar. Eh dauernd zum Schlepptop und hoffentlich. Genau du. Ja, ich hoffe. Ja, da habe ich nicht mehr sagen. Vielleicht. Oh, Statistik an und wieder.